Am Donnerstag, 19.30 Uhr, im Wettbewerb in der Stadthalle der Geograf, der den Globus austrank. Hört sich verrückt an, ist auch ein bisschen verrückt. Der Mann ist nach Sibirien irgendwie versetzt worden oder ja in eine Schule und arbeitet als Lehrer, hat einen Job. Aber es ist eben ein Job als Geografielehrer. So richtig Spaß macht ihm das alles nicht. Er hat auch ungewöhnliche Methoden und trinkt eine Menge. Was zu dem Titel wohl auch führte, zu dem Titel der Geograf, der den Globus austrank. Eine witzige Geschichte, die jetzt auch nicht unbedingt schlimm endet, aber hat was für sich, ist einer der Favoriten, glaube ich, auch des Festivaldirektors, jedenfalls hat er solche Andeutungen gemacht. Weiter gibt es Trommeln auf Blech, 4 Kurzfilme des Cottbusers Donald Seischowa, dem dieses Jahr eine extra Reihe gewidmet wird, ist wahrscheinlich ein Tribut an seinen bevorstehenden 50. Geburtstag. Es gibt noch 2 Filme, die kurz zusammen gezeigt werden, im Fokus, um 15 Uhr im Weltspiegel. Angry Man und Der Schuhputzer. Eine Regisseurin, die von sich selbst sagt, sie ist Zigeunerin und beobachtet eben auch Zigeuner. Sie sagt das eben sehr bewusst, weil sie mit diesem Begriff, der für viele als Schimpfwort gilt, selbstbewusst umgeht.